Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play WoW WoD Allianz. Ja, wir sind hier mit dem Worgen in Darkshire, beziehungsweise in Duskwood. Also als Weltkarte, ne, Duskwood liegt hier auf den östlichen Königreichen, etwas südöstlich, ne, von Stormwind aus, ist eigentlich so das Gebiet, ne, wenn man hier als Elven startet. Geht man in der Regel nach Westfall danach und dann eben in Duskwood. Ja gut, Redridge Mountains liegen da in der Regel auch noch dazwischen, aber das ist so ein bisschen so ein kleiner Sprung, muss ich sagen. Nein. Lass mich. Und wir werden jetzt schön hier in Duskwood eben weiter leveln und mal schauen, ne, was uns hier so erwartet an Quests. Da wollen wir natürlich auch gucken, dass wir hier Duskwood ganz durchquesten werden. Und heute habe ich mal ein bisschen was anderes zum Besprechen. Also nicht wirklich was anderes, sondern mehr so ein neues DC-Thema mal wieder. Und zwar habe ich gelesen, ja, ich bin des Lesens mächtig. Geschriebene Worte sind kein Geheimnis für mich. Dass der neue Aquaman gecastet ist. Und für viele, die das vielleicht nicht wissen auch, DC macht ja jetzt einen Justice League-Film. Zur Justice League gehören eben Aquaman, Wonder Woman, Martian Manhunter, The Flash, Batman und natürlich Superman. So als, ja, Grundstock quasi. Also natürlich gehören da auch noch andere Leute dazu. Eben auch Green Arrow oder auch, andere DC-Bekanntheiten, wie zum Beispiel The Question, lauter diese Leute, ne? Also ganz, ganz, ganz viele Helden. Das ist quasi so das, was die Avengers für Marvel sind. Ist quasi die Justice League für DC. Und ich bin mir bewusst, dass die Leute wahrscheinlich mit Avengers mehr anfangen, beziehungsweise Avengers, ne, um nochmal hier definitiv auf die richtige Aussprache zu achten, dass die Leute damit mehr anfangen können, als jetzt zum Beispiel mit Justice League, ganz einfach, weil Marvel da prominenter gewesen ist. Ja, einfach und allein deswegen, nur weil Marvel da etwas prominenter gewesen ist mit ihrem Marketing, ne? Und man so in den Filmen, in den Kinos eben von DC wenig bis gar nichts gesehen hat, halt bis eben jetzt auf Man of Steel, der ja jetzt nicht so gut gewesen ist, meiner Meinung nach, aber das wollen wir jetzt erstmal da ein bisschen zurückstellen. Da kann ich jetzt im Rest der Episode nochmal was zu sagen, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass einige Cast-Details eben dazu rausgekommen sind, nämlich der Cast von Aquaman. Und zu Aquaman sag ich jetzt einfach erstmal ein bisschen was. Also ich finde, Aquaman ist also für mich immer so eine Art Sidekick gewesen. Das war für mich nie so ein wirklicher Held. Ich weiß nicht warum. Ich bin nie wirklich mit ihm warm geworden, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich nie die Comics gelesen habe, sondern halt wirklich immer nur an den TV-Serien orientiert gewesen bin. Und da war Aquaman halt auch nicht so prominent, ne? Also Aquaman war da so ein bisschen der Captain America. Man sagte immer schön Captain Useless zu ihm. Mit Recht, ne? Kann man auch nicht anders sagen. Und deshalb bin ich mit Aquaman halt auch nicht so warm geworden, nie wirklich warm geworden. Oh, das ist aber knuffig. Das ist ja echt knuffig. Schrödinger ist cooler. Schrödinger? Schrödinger? Wo ist Schrödinger? Bin ich blöd? Hat der Angst gekriegt? Schrödinger einfach nochmal raus. Da ist er. Schrödinger. Und ja, also ich fange mal so ein bisschen an mit der Hintergrundstory eben zu Aquaman. Und zwar ist Aquaman König von Atlantis, König Arthur von Atlantis, lustigerweise. Und ja, regiert eben über das versunkene Königreich Atlantis, wobei die, wie heißt es denn auf Deutsch, Atlanta wahrscheinlich. Wobei die Atlante oder Atlanten, finde ich irgendwie lustig, recht große magische Affinität besitzen. Denn als damals das Königreich von Atlantis eben untergegangen ist
mussten sich die Bewohner von Atlantis eben an die neuen Umstände anpassen. Und das war eine magische Anpassungsphase, die da eben stattgefunden hat. Wodurch dann eben die Atlanter zu den Meeresbewohnern eben geworden sind, die sie jetzt sind. Und da in dieses Geschlecht der Könige wurde jetzt quasi dann Aquaman hineingeboren, also der gute Arthur, und hat auch einen Bruder, ne, der auch mit ihm um den Thron, ja, mehr oder weniger gekämpft hat, denn natürlich ist man da als Bruder etwas neidisch, ne, das kennt ja wahrscheinlich dann jeder auch irgendwo, und da ist halt dann ein Streit entbrochen, beziehungsweise ausgebrochen. Und der Streit war halt eben zwischen Aquaman und seinem Bruder. Das wusste er aber zu dem Zeitpunkt gar nicht. Denn sein Bruder hatte sich in der Verkleidung, ne, als Bösewicht Ocean Master gegen Aquaman gestellt. Und da sind sehr, sehr krasse Sachen abgelaufen. Unter anderem auch mit Black Manta, der auch ja so eine Art Söldner ist, quasi ein atlantischer Söldner. Und da gibt es eine schöne Episode eben von Justice League bzw. Justice League Unlimited, in der eben dann Aquaman eben vorkommt und Ocean Master eben auch, wo sein Bruder Ocean Master versucht, den Sohn von Aquaman zu töten und Aquaman seine eigene rechte Hand eben opfert, um den Jungen zu retten. Und das ist echt eine sehr, sehr emotionale Story, die da auch dann erzählt wurde und auch dahinter steckt. Und so nutzlos, ja, und so schlecht, wie ich Aquaman immer empfunden habe, ist er eigentlich gar nicht. Es ist halt einfach nur, weil er eben weniger prominent ist in den ganzen Stories. Und das finde ich halt leider ein bisschen schade, denn er ist halt schon ein etwas, ja, interessanterer Held, muss man jetzt einfach auch mal so sagen. Und der wurde jetzt eben gecastet, und zwar derjenige, der da gecastet wurde, ist kein anderer als Jason Momoa oder Mamor. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht so genau, wie man den Nachnamen ausspricht oder wie der geschrieben wird. Aber einige von euch werden den wahrscheinlich kennen. Das ist aus Game of Thrones der und Khal Drogo hieß er, glaube ich, ne? Der Typ, den Daenerys geheiratet hat, der Kerle spielt Aquaman. Und ich habe da jetzt so das erste, ja, Bild von ihm gesehen, so ein bisschen im Outfit quasi, so, ne? So als Promotional Poster. Und der sieht wirklich sehr, sehr badass aus. Das muss man ihm echt lassen. Vom Aussehen her finde ich zwar, dass er jetzt nicht unbedingt so gut passt, weil Aquaman nun mal in der Regel blond ist, ja, und Jason Momoa ist halt einfach schwarzhaarig, aber das ist okay, ne? Also jetzt jemanden nicht 100% zu besetzen, 100%ig vom Aussehen her zu besetzen, ist ja okay, ne? Solange der Schauspieler eben die Rolle tragen kann. Ja? Von daher, man kann ja auch jemand anderen da besetzen. Was ich halt, wo ich das eben nicht so gut fand, war bei der Serie The Flash, da wurde eben Iris West schwarz, plötzlich, ne? Und das liegt nicht da, also ich bin da nicht irgendwie sauer drüber, dass sie eine farbige Darstellerin gecastet haben. Das ist voll okay, ne? Was mich halt so ein bisschen eher stört, ist, dass der gute der gute Barry Allen eben eigentlich mit Iris West zusammenkommt und Kinder hat. Und zu diesen Kindern und beziehungsweise eher zu den Enkelkindern zählt übrigens auch Impulse. Und was so ein bisschen der Trait von dieser Familie ist, ist eigentlich, dass das Redheads sind. Das ist eine Familie von Redheads. Ja, die haben alle, sind alle halt rothaarig. Ja? Und so wie ich das in der Serie mitbekommen habe, ist die Iris auch ein Einzelkind. Und auch das ist meiner Ansicht nach einfach falsch, ne? Weil Iris West ist kein Einzelkind. Der hat einen Neffen und dieser Neffe ist
kein anderer als Wally West, der dann auch die Rolle des Kid Flash übernimmt und später natürlich dann auch mal den Flash vertritt. Ne? Also das sind halt schon Sachen. Ich glaube, ich lasse die Quest jetzt erstmal und gehe erstmal weiter runter und mache erstmal die hier unten und komme dann nachher nochmal hier hoch und guck mal, ob da vielleicht nochmal eine Spinne auf dem Weg ist. Ne, das schauen wir einfach mal. Da ist sogar noch einer auf dem Weg. Nice. Ja, und das, da find, muss ich halt sagen, finde ich es nicht ganz so okay von der Story her. Von der Casting, vom Casting her kann es ja noch Sinn machen. Ich meine, die Darstellerin, ich habe jetzt wirklich spontan keine Ahnung, wie sie heißt. Es tut mir wirklich leid. Das war jetzt mehr so ein Thema, das mir spontan zugeflattert kam. Weiß ich halt leider nicht, wie sie heißt, aber sie macht die Rolle, sie spielt auch nicht schlecht. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, die spielt scheiße, sondern da bin ich halt mit der Casting-Choice etwas unzufrieden. Aber das kann man ja auch mal sein. Man kann ja mal sagen, dass man mit irgendwas unzufrieden ist und man muss ja nicht mit allem, was dieser Kommerzverein da von sich gibt, zufrieden sein. Kann ich auch voll und ganz verstehen. Es gibt auch Leute, die sagen, Arrow ist scheiße. Ja, auch das kann ich verkraften. Ne? Finde ich zwar nicht. Ich finde Arrow ziemlich geil und ich gucke es auch sehr gerne. Aber es gibt halt Leute, die sagen, es ist scheiße, weil... und da gibt es ausnahmsweise auch mal ein paar Begründungen von meinen Freunden, die immer sagen, scheiße. Ne? Und dann eben auf ihre Begründung scheißen. Nee, diesmal gibt es sogar eine Begründung. Und... die Begründung ist eben, weil die Damen in dieser Serie doch recht nervtötend sind. Und ja, das kann ich irgendwo auch verstehen. Ja, dass man das dann eben so sieht. Gerade auch als Frau ist das ja immer so eine Sache, ne? Wie werden Frauen eben in so Serien dargestellt und so weiter, blablabla. Ne, das kennen wir bestimmt alle. Dass es da gerne mal Leute im Bekanntenkreis gibt, die sich da dann drüber aufregen. Und das ist ja auch voll und ganz in Ordnung, denn ich kann es verstehen, es sind einige, die halt, wo man sagen kann, ja, die könnte ein bisschen nervig sein, aber mir persönlich ist das jetzt nie wirklich so auf die Nerven gegangen, dass ich sage, ja, die Serie ist scheiße. Ich kann verstehen, wenn man da sich da ein bisschen abgeturnt fühlt, deswegen, aber man muss in der Serie halt auch einfach mal die Möglichkeit geben, ja, zu reifen. Und in der ersten Staffel ist keine Serie perfekt. Das ist einfach nicht so. Ich bin auch riesengroßer Buffy-Fan und ich muss sagen, die erste Staffel war auch ziemlich schlecht, jetzt verglichen, wie es dann eben später geworden ist. Ne? Und bei Arrow ist das eben auch so. Also die Serie wächst und wird auch vom Writing und von den Charakteren her natürlich dann auch entsprechend besser. Und wenn man halt mit der Prämisse schon nichts anfangen kann, wenn man sagt, Superhelden finde ich scheiße, dann kann man auch sagen, ja, die Serie ist nichts für einen. Ne, aber warum guckt man sie sich dann überhaupt an? Wenn man schon von vornherein sagt, ja, ist scheiße, dann guckt man sich das doch nicht an. Also ich meine, ich gucke mir Twilight auch an, ich finde es scheiße, aber ich gucke es mir an, weil ich sagen kann, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich finde es scheiße. Ne? Das ist so der Punkt, wo ich sage, jo, kann man machen. Und wenn man dann aber halt eben nur sich eine Serie anguckt, um dann eben darüber abrotzen zu können. Nice, aber das auch endlich mal. Finde ich es halt nicht gut. Ja? Wenn man fundierte Kritik bringen kann, ja, und sagt, ich finde Twilight nicht gut, weil schlechtes Acting, schlechte Dialoge, schlechtes Whatever, ne? Dann ist es ja vollkommen legitim. Wenn man halt schon vorher über Twilight herzieht und sich aber nicht mal die Mühe macht, ja, sich einen Film anzusehen oder ein Buch zu lesen, dann tut es mir echt leid, aber egal wie schlecht ich Twilight finde, das hat das nicht verdient, das hat auch kein Film oder Serie oder sonstiges künstlerisches Machwerk verdient, dass man das schon direkt abstraft mit ich finde es scheiße, also muss es scheiße sein. Und ich hoffe mal, dass einige von euch mir da auch zustimmen, dass man da schon mal ein bisschen ja, differenzierter eben auch rangehen muss. Ne? Und man muss auch sagen, Twilight ist nicht nur schlecht. Es hat auch gute Momente. Ne? Die sind zwar meistens zugegebenermaßen sehr gut versteckt, aber
es hat auch gute Momente. Es hat auch gute Schauspieler. Also, nur weil Robert Pattinson in Twilight mitspielt, heißt das nicht, dass es ein schlechter Schauspieler ist. Ich finde Robert Pattinson sogar als recht guten Schauspieler. Er hat zum Beispiel ja eben auch in Harry Potter mitgespielt. Und da war er wirklich gut, ne? Der ist in Twilight nicht so schlecht, weil er ein schlechter Schauspieler ist. Der ist in Twilight so schlecht, weil er das auch selbst gesagt hat, er macht das nur wegen dem Geld. Ne? Da steckt halt kein Herzblut hinter. Und dann ist es natürlich klar, dass man da ein bisschen schlechtere Leistung von ihm sieht. Ne? Aber an sich verurteile ich ihn nicht, dass er das gemacht hat. Ich verurteile keinen der Darsteller von Twilight außer Kristen Stewart, weil die Frau kann echt nichts. Es tut mir echt leid, aber die konnte nicht schauspielern und das wird sie auch nie können. Lustigerweise als kleines Mädchen konnte sie es mal. Beziehungsweise als junge Frau auch noch. Aber mittlerweile, nee, kann sie es einfach nicht. Und da kann mir jeder Twilight-Fan an die Gurgel springen, wie er will. Die ist keine gute Schauspielerin. Es tut mir wirklich leid, aber objektiv betrachtet ist sie es einfach nicht. Wenn man sich zum Beispiel mal die wirklich guten Schauspieler anguckt, wie Meryl Streep oder auch Jennifer Lawrence, ist eine sehr gute Schauspielerin, auch wenn ich auch Hunger Games, beziehungsweise eben Tribute von Panem, nicht so gut finde, also nicht so überragend gut, ne, muss ich trotzdem sagen, dass sie eine gute Schauspielerin ist und auch in sämtlichen anderen Filmen, wo sie mitspielt, spielt sie extremst gut. Obwohl X-Men zum Beispiel eben auch nur eine Comic-Verfilmung ist, wo eigentlich niemand wirklich große Erwartungen dran hat, selbst dann, ja, ist eben das noch eine gute, gute Schauspielerin. Gut, wir möchten erstmal Blind Mary. There is a poor, sad spirit, Blind Mary, who haunts an old farmhouse in the hills south of the Arkshire. Here, take this spectral comb and ask Blind Mary to comb her hair. Then bring back the comb, and I will glean from it the ghost hair I'll need for the thread. And take care, for dark things now lurk near her house. Ja, rotting horrors hier überall, ne? Die Geißel hat auch vor Duskwood nicht Halt gemacht. Ne? Warum hier eigentlich so wenig los ist, weiß ich auch nicht. Hier sollten eigentlich mehr von den Viechern unterwegs sein. Dachte ich zumindest. So. Stirb. Oder, ja, hier war wahrscheinlich gerade eben jemand am Questen. Und hat die wohl auch gekillt. Verständlich, ne? Aber es ist schön, dass die Leute das auch so gemacht haben. Dass jetzt alle wieder glücklich sind, ne? Und wir hier alle gemeinsam questen können. Ist es nicht schön? Ja, und wir haben jetzt einfach mal 8 Leute gedottet und 8 gepult und 8 getötet. Ist es nicht nice? So, Salto. Geben wir mal schnell ab. So. Jetzt dürfen wir noch einen etwas mieseren Mob töten. Und wir gehen jetzt einfach mal hier unten durch, wieder da hoch, ne? Schauen uns das mal noch ein bisschen an hier in Duskwood. Und ja, das war so, ne? Meine kleine Rede mal wieder für heute. Ab und zu muss man das ja mal machen. Ab und zu muss man ja auch einfach mal. Wahrscheinlich hast du den auch gerade getötet, ne? Ja, da Lichter, wir warten kurz. Und ja, das ist halt so meine kleine Rede immer mal, ne? Dass ich muss das auch ab und zu mal bringen. Einfach nur um mal ein bisschen Dampf abzulassen, muss man sagen. Ne? Also, so ein bisschen muss ich ab und zu mal mit euch reden und mal meine persönliche Meinung mitbringen. Das ging jetzt in den letzten Tagen sehr häufig. Ich weiß halt nicht, wie häufig das jetzt noch geht. Das ist halt immer so eine Frage von, sind anstehende Themen da, ja oder nein? Und dann muss man sich da halt auch eben mal ein bisschen zusammenreißen und mal, wenn was da ist, dass man dann eben auch direkt quasi mal was zu sagen kann. Ne? Wie eben jetzt diese Aquaman Casting Choice. Warum liegt denn da jetzt Drained Soul? Hatte ich nicht eigentlich
mal einen Shadow Bolt da drauf liegen? Habe ich keinen Shadow Bolt mehr? Really? Huh? Anscheinend habe ich keinen Shadow Bolt mehr. Okay. Warum auch nicht? Okay. Ja, also Drained Soul ist, glaube ich, auch so die bessere Möglichkeit für uns, ne? Also da einfach zu dotten und dann mal Drained Soul zu machen. Auch Drain Life bringt da nicht ganz so viel. Das Life-Type. Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen das etwas zu ordnen, dass wir unsere ganzen Dots eben so nebeneinander haben, so ein bisschen. Lass mich in Ruhe. Schuhu. Und ja, ne, das ist halt so ein bisschen blablub. 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 Wir sind verblubbt und blub. So, Seed of Corruption. Wenn der austickt, macht er dann was? Oder, ja, der macht nur was, wenn er austickt. Was bringt es denn, wenn ich den mit dem Seelensplitter aktiviere? Das würde mich mal interessieren. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie schneller passiert oder wie oder was. Ach, Soulburn. Ach ja. Komm, wir pullen hier mal ein bisschen was zusammen. Zack. So, jetzt müsste es doch eigentlich auch Corruption eben geben. Was hier auf. Nein! Ich will keine Gilde. Werde aber kein Corruption abbekommen. Quintaxo, Senjin. Hi. So, wo wollen wir denn überhaupt hin? Hier rein, glaube ich. Ich glaube, ich muss echt mal die Gildeneinladung einfach blocken. Und, ja, meines Amtes walten, ne? Weil hier will ich sowieso nicht in eine Gilde auf dem Server. Von daher ist mir das sowieso egal. Was soll ich denn hier überhaupt machen? A Torn Journal. Journal. Wo ist das? Wo liegt. Ach, da liegt's. If you are that serious about this, I'll help you, Tatari. I know where the other documents must be. I'm just too terrified. What? I'm just too terrified to do anything about it. There are only a few places that those horrible Nightbane beasts. Muss man gerade ganz kurz hier selbst mal casten wieder, ne? There's only a few places that those horrible Nightbane beasts gather when they're not prowling the forests. One of them's the Rotting Orchard to the south. They use the buildings there as the dead ends. So if they haven't just eaten the other documents, you might find one there. But you'll have to search their lairs thoroughly, I wager. Ja, wir sind hier eben um diese Dokumente, ne? Ich habe ja nicht, wenn ich mit dem Kumpel immer Pornos getauscht habe, habe ich auch mal gesagt, das sind wichtige Dokumente, ne? Und habe es dann immer in einen wichtige Dokumente-Ordner reingepackt. Von daher, wenn ihr irgendwo mal wichtige Dokumente findet, ne? Ist Porno. Muss man mal mit klarkommen, ne? Und gerade hier, das ist doch natürlich sehr, sehr pornomäßig angeport. Angeport. Ihr wisst schon, the Internet is for porn. For porn. Internet is for porn. For porn. Why you think the net was porn? Porn, porn, porn. Ja, wir sind jetzt auf unserem Rückweg und wir lassen unsere Lynn-Reader da mal ein bisschen arbeiten. Könnte ich das im Laufen casten? Komm, verzieh dich. Verzieh dich. Früher gab es hier übrigens noch, ich glaube Stitches war das, der eben durch die halbe Duskwood hier durchgerannt ist.
Und war sehr lustig, denn der war ein etwas höherer Elite-Mob, der auch mal gerne die Wachen in Darkshire zersäbelt hat. Ernsthaft? Wer kommt direkt wieder hinter mich? Lass mich verarschen. Summon Neiman, Demonic Circle, Teleport, Seat of Corruption und Soul Swap. Soul Swap habe ich glaube ich noch gar nicht. Gibt's das denn? Wo gibt's das denn? Wann gibt's das denn? Soul Harvest. Fellhunter, Enslaved Demon. Boah, es dauert anscheinend noch ziemlich lange. Da ist Soul Swap 89. Das ist ja noch ein Momentchen hin. Und wir machen uns dann jetzt mal, What can I do for you? geben diese eine Quest ab und machen Farewell. uns dann mal ins Gasthaus und loggen aus. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. So why I ask, just doesn't make much sense that a man of my stature should have to wear a dress. I mean, what may I inquire? We are thinking on that day. You counted up for a man like me, a role that looks okay.